Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Trails of Tucana vor. Bei Trails of Tucana erkundet jeder seine eigene Insel. Trails of Tucana ist ein Spiel von Autoren Eilif Svensson und Christian Amundsen Osby mit Illustrationen von Germund Bohne. Es ist für 1 bis 8 Spieler ab 8 Jahren, dauert ca. 15 Minuten und ist bei Pegasus Spiele erschienen. Es gilt, die eigene Insel der Inselgruppe Tucana zu bereisen. Vor Spielbeginn hat jeder Spieler seine 10 Städte unterschiedlich nach Kartenvorgabe mit Buchstaben versehen. Das Spiel verläuft über 2 Durchläufe. In jedem wird der Stapel der Geländekarten durchgespielt, sodass jeder Spieler mindestens 13 Straßen setzt. Ein Spieler deckt 2 Geländekarten auf, zum Beispiel hier Wüste und Wald. Nun muss jeder Spieler auf seinem Zettel eine Wüste mit einem Wald verbinden. Dabei gibt es keinerlei Einschränkungen. Die Info oben links gibt Aufschluss über die Verteilung der Geländearten. Wüste, Wald, Gebirge, Wasser und Joker. Immer wenn man eine Sehenswürdigkeit, also Obelisk, Buch, Tukan, Yeti oder Seeungeheuer mit irgendeiner Stadt verbunden hat, kringelt man beim ersten die Zahl, beim zweiten dann die passende zweite Zahl ein. Beim zweiten bekommt man zusätzlich den Sofortbonus, irgendwo eine Straße einzeichnen zu dürfen. Verbindet man 2 Städte mit gleichen Buchstaben miteinander, so kringelt man dies auf seinem Zettel ein. Falls noch eine passende Bonuskarte vorhanden ist, trägt man diese Punkte ebenfalls ein und entfernt diese Bonuskarte. Am Ende des ersten Durchgangs zählt man die Punkte der Sehenswürdigkeiten und trägt diese auf dem dafür vorgesehenen Feld ein. Dann wird ein zweiter Durchgang gespielt. Am Ende von diesem gibt es nochmal Punkte für Sehenswürdigkeiten sowie für verbundene Städte und deren Bonus. Wer nun am meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt. Ja, was ich bei Trails of Tucana sehr mag, ist dieser Flip-and-Ride-Mechanismus. Also das finde ich hier schon was Neuartiges. Das gab es bisher noch nicht, dass immer 2 Karten aufgedeckt wurden und diese Landschaften dann verbunden werden von allen gleichzeitig, sodass man keine Downtime hat. Und das gefällt mir richtig gut, das macht Spaß. Es ist oft so, dass es schneller vorbei ist, als man denkt. Also man will noch ganz viel anschließen, aber dann kommt schon die letzte Kombination und dann ist schon die Runde vorbei. Deswegen ist es ganz cool, dass 2 Runden gespielt werden. Beziehungsweise wenn man hier die Rückseite hat, dann sind es ja sogar 3 Runden. Wobei ich da sagen muss, dass ich vom Spielgefühl und Spielspaß her keinen Unterschied merken konnte zwischen 2 Runden und 3 Runden, außer dass das Spiel länger geworden ist. Deswegen präferiere ich jetzt die schnellere Seite mit den 2 Runden, weil ich auf der Rückseite einfach finde, da gibt's, ist es dann schon fast so ein bisschen zu unübersichtlich und zu weit weg. Es gibt jede Sehenswürdigkeit 3-mal. Es hat für mich keinen merkbaren Vorteil, deswegen mag ich lieber diese kompakte Insel mit den 2 Runden. Ja, was mir weniger gut gefällt, und das ist eigentlich auch mein einziger, aber dafür ein großer Kritikpunkt an dem Spiel, bei uns war es eigentlich immer so, dass nach der ersten Runde, weil es ja auch ein bisschen zufällig ist und jeder auch an einer anderen Stelle irgendwie anfängt, hatte halt nach der ersten Runde einer mehr Sehenswürdigkeiten verbunden als der andere. Oder wir haben es auch, das lässt sich sehr gut über Video auch spielen. Deswegen konnten wir es auch gut zu 4 testen. Und es war immer so, dass nach der ersten Runde schon ein gewisser Punkteabstand zwischen den Spielern war. Und dieser Punkteabstand war, wenn der so, ja, ich sag mal so, mindestens 5 Punkte war. Und das kam eigentlich fast immer vor. Dann konnte der andere oder die anderen das nicht mehr aufholen in der zweiten Runde, weil die müssen ja dann nicht nur diese 5 Punkte auch erstmal reinarbeiten, sondern weil die doppelt in die Wertung einfließen oder wenn man mit der anderen Seite spielt, sogar dreifach, muss man ja die ausgleichen und nochmal um die gleiche Menge mehr Punkte machen als der andere. Und der andere hatte ja einfach diese Punkte schon sicher und das war ganz, ganz schwierig und deswegen ist das, was mich massiv stört, dass diese Sehenswürdigkeiten doppelt in die Wertung reinfließen. Und dazu kommt noch, dass wenn man bei den Sehenswürdigkeiten, also das ist immer so, man muss
sich in der ersten Runde auf Sehenswürdigkeiten konzentrieren, weil die Punkte nach der ersten Runde und dieser Bonus, den man kriegt, wenn man die zweite Sehenswürdigkeit von einer Art, beziehungsweise auf der Rückseite die dritte anschließt, dann kriegt man ja einen extra Strich und man kann den setzen, wo man will. Und der ist so wertvoll und dann kann man echt Kettenreaktionen auslösen. Wenn man sowas schon in der ersten Runde schafft, dass man sagt, okay, ich habe mich jetzt vielleicht auf die Obelisken und Bücher konzentriert und schließe jetzt den zweiten Obelisken an, dadurch kriege ich einen extra Weg, dadurch kann ich auch noch das zweite Buch anschließen, dadurch kriege ich nochmal einen extra Weg und dadurch schaffe ich noch den, weiß ich nicht, das erste Seeungeheuer anzuschließen. Dann habe ich, dadurch, dass ich die Boni kriege, richtig viele Punkte gemacht, die ja doppelt in die Wertung einfließen. Und deswegen ist es auch so schwierig, das hinten rauf wieder einzuholen, weil man einfach schon so einen Vorsprung hat, der ja in doppeltem Maße eingeholt werden müsste, um die gleiche Punktzahl zu erreichen. Und was verhältnismäßig dagegen wenig bringt, ist diese Städte zu verbinden, weil wenn man viele Sehenswürdigkeiten verbindet, dann fehlt einem auch nicht mehr so viel zu den Städten. Das heißt, es passiert fast automatisch. Und im zweiten Teil, also in der zweiten Runde, da kann man sich dann gut auf diesen Städtebau konzentrieren. Und also ich habe es, glaube ich, nur einmal erlebt in einer Partie, dass jemand geschafft hat, drei Städte zu verbinden. Ansonsten immer zwei. Also das ist so das Normale, dass man schafft, annähernd alle Sehenswürdigkeiten zu verbinden und so zwei Städte. Das war bei uns so. Oder wenn man halt dann drei Städte verbunden hat, dann fehlen es vielleicht ein, zwei Sehenswürdigkeiten. Und deswegen hat das Spiel für mich auch nicht so einen ganz hohen Wiederspielreiz, weil man eben dann doch immer das Gleiche macht. Und dann gepaart mit diesem Glücksfaktor, der hier diese Karten, die Karten entsteht, kann sein, dass einem eine Verbindung fehlt und diese Verbindung wird einem gleich drei Sehenswürdigkeiten bringen, weil man die alle schon aneinander gebracht hat und es fehlt nur noch die eine Strecke, die das mit der Stadt verbindet. Und wenn die Kombo, manchmal hat man 4, 5 Möglichkeiten dafür und die kommt einfach nicht und dann verliert man, weil diese eine blöde Kombination eben nicht gekommen ist. Und das ist mir einfach dieses ganze Ineinandergreifende, das ist mir zu viel Glück für zu wenig Spiel. Zum Glück sind die Partien schnell, sodass das relativ gut verziehen wird. Man kann dann nochmal eine Revanche spielen, dann läuft es vielleicht besser, hat man vielleicht mehr Glück. Aber dieser hohe Glücksanteil gepaart damit, dass man eigentlich dann doch immer das Gleiche macht und dass sich jede Partie auch gleich anfühlt, in Kombination damit, dass eigentlich nach der ersten Runde bei uns oft schon der Sieger feststand, hat mich im Gesamtpaket dann nicht so überzeugt, obwohl ich eigentlich diesen Mechanismus mit diesen Karten und diesem Wegeverbinden super spannend finde. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass diese Sehenswürdigkeiten schwerer zu erreichen sind oder dass man eben sagt, okay, dass die nicht so mittig liegen, sondern eher so am Rand. Es gibt welche, die am Rand liegen, die viele Punkte bringen, aber die sind natürlich dann schwieriger zu erreichen und helfen einem nicht auch noch beim Städteverbinden. Und da hätte ich mir eben gewünscht, dass mehr Sehenswürdigkeiten irgendwie am Rand außerhalb liegen würden, sodass man eben die Möglichkeit hat, sich entweder auf die Sehenswürdigkeiten oder auf die Städte, die dann vielleicht noch ein bisschen mehr Punkte hätten bringen können, zu konzentrieren, sodass man da eben mehrere Spielweisen hat. Weil so ist immer erste Runde Sehenswürdigkeiten, zweite Runde weiter Sehenswürdigkeiten und auch noch Städte. Das ergibt sich dann schon so. Und dann landet man auch immer irgendwie bei der gleichen Punktzahl und wer halt nach der ersten Runde besser weggekommen war, der gewinnt das Spiel. Und das ist mir zu wenig für einen hohen Wiederspielreiz, obwohl ich, wie gesagt, den Mechanismus als solchen ganz gut fand. Und gerade die Leute, mit denen wir es zum ersten Mal gespielt haben, da kam es immer super an. Es ist halt, das zeigt sich erst, wenn man das sehr häufig spielt, dass es dann eben doch immer wieder das Gleiche ist. Und das finde ich schade hier. Ja, dann hoffen wir konnten euch einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.